Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Heute machen wir einen kleinen Vergleich zwischen einer Original Nerf Rough Card und der Kopie von Playstorm. Da wünsche ich jetzt mal viel Spaß mit dem Video. Die nachher gezeigte Nerf Endstrike Elite XT Rough Card könnt ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen, kostet rund 28 Euro. Den Playstorm Plaster, den verlinke ich dann auch nur mal im Textfeld unter dem Video. Falls ihr euch interessiert, einfach draufklicken, dann kommt ihr direkt auf die Seite. Ja, da haben wir jetzt die ganzen Sachen. Und zwar, wir fangen mal mit den Kartons an. Das hier ist der Original Rough Cut Nerf Karton. Da seht ihr hier so ein paar Darts. Der Plaster, der hat dann da so drin gesteckt. Auf der Rückseite ein bisschen bla bla. Und hier sieht man den von Playstorm. Front auf der Rückseite, ja, vergleichbar wie bei Nerf, auch ein bisschen was bla bla. Und hier waren dann ein paar Darts mehr dabei, Saugdarts und dann nochmal die normalen China-Darts halt. Das sind ja dann die Originale von Nerf. Und hier hätten wir dann die Rough Cards. Jetzt fragt sich der ein oder andere, Tess Michel, warum hast denn du zwei Original Rough Cuts? Da sage ich nur, double the gun, double the fun. Nee, ab und zu verbaue ich meine Tuningfeder, zeige das in einem Video. Und da ist es immer, ich sag mal, professioneller, wenn man eine getunte und eine ungetunte dann hat. Dann kann man nämlich schöner den Vergleich in der Reichweite zeigen. Dann seht ihr zum Beispiel bei der ungetunten, die fliegt jetzt 15 Meter und mit der Feder habt ihr dann 20. Deswegen versuche ich meistens mir dann zwei Modelle zu besorgen. Ich weiß gar nicht, das müsste die neue sein. Also die ich bestellt, die im Karton drin war, die andere war dann gebraucht. Gibt es auch noch in der blauen Version. So schaut sie dann aus, die Rough Cut. Hier kommen daher die Darts rein und zwar 8 Stück. Hier oben habt ihr das Rail. Hier wird nachher geladen, das ist so eine Art Pumpgriff und hier werden die Darts verschossen. Dann noch das Griffstück. Kommen wir zu der Playstorm. Die hat schon, also ich glaube, das hat der Chines oder wo die auch immer herkommt, sehr gut geklaut. Das seht ihr schon hier vorne, schaut mal hier. Die ist minimal ein bisschen fetter, seht ihr? Die Playstorm trägt ein bisschen dicker auf und wo die Darts reinkommen, das ist auch ein ganz Ticken länger. Im Allgemeinen ist die Playstorm ein Stückchen opulenter, also größer, fetter. Die trägt dicker auf. Seht ihr auch von der Länge her. Aussehen, ja, ich sag mal, dem einen gefällt vielleicht die Original Nerf und die andere, der sagt auch, na, ich finde die Playstorm dann halt cooler. Verarbeitung ist auch sehr gut. Das ist kein billiges Plastik, sag ich mal. Ihr habt da noch ein Rail. Das ist der Nachteil an dem ganzen Plaster. Warum das so ist, zeige ich euch gleich mal. Hier mal die beiden Griffstücke im Vergleich. Ja, hier ist mir so geriffelt, sage ich mal. Und hier haben wir dann auch noch eine kleinere Rifflung. Ihr seht auch mal hier wieder die Griffstücke zum Laden. Playstorm halt mal wieder fetter. Hier haben wir dann die beiden Handstücke. Und da seht ihr dann auch wieder, das von der Playstorm ist auch wieder ein bisschen breiter. Hier ist dann mehr so geriffelt und das ist dann eine ganz andere Optik. Wie gesagt, das ist dann halt Geschmackssache, was man besser findet. Die funktioniert genauso wie die Rough Cut von Nerf. Ihr ladet hier vorne und dann könnt ihr die Schüsse abgeben. Ich zeige es erstmal bei der Playstorm. Und zwar, ich mache jetzt mal hier vorne 4 Darts rein. Ihr könnt die Darts einzeln verschießen oder 2 auf einmal. So, wir laden mal den Plaster und jetzt passt mal auf, jetzt drücke ich 1
2. So, ich habe die jetzt einzeln verschossen. Man kann aber auch laden und dann, pam, beide verschießen auf einmal. Das ist wohl auch bei den Nerfs so gedacht, nur komischerweise. Also mir hat einmal gesagt, bei den blauen Versionen, bei denen wird es funktionieren. Also die, die blauen Versionen besitzen, ich habe sie leider nicht. Und wenn ich jetzt mal hier lade, ich bekomme es nicht hin, die Schüsse einzeln abzugeben. Habe auch mal nachgefragt, dann hat man mir gesagt, man muss ganz sanft den Trigger nach hinten machen. Dann wird man einen Schuss abgeben und dann nochmal einen zweiten. Bei mir geht's nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass die original neue plus die gebrauchte alle beide kaputt sind. So, wir laden und jetzt bin ich mal ganz sanft zu ihr und drück nur mal so ein bisschen hier nach hinten. Ja, das normal zieht man so auch nicht, das ist total unrealistisch jetzt. Seht ihr, und da ist nichts mit einem Schuss, da zack. Und jetzt habe ich direkt schon zwei verschossen. Also mir ist es nicht möglich, die Schüsse einzeln zum Beispiel bei der PlayStorm abzugeben, egal welche Version ich jetzt benutze. So, machen wir nochmal. Ganz sanft, ganz. Ja, und schon hat man wieder beide verschossen. Also, bei meinen geht es nicht. Vielleicht seid ihr ja eine der Glücklichen, die dann eine Version besitzen, wo man die Darts einzeln verschießen kann. Wobei der Blaster eigentlich dafür gedacht ist, dass man 4x2 Schuss dann rausballert. Die weißen sind die XD-Versionen. Seht ihr hier, sollen bis zu 26 Meter schießen. Und auf der Rückseite, da steht es auch nochmal, feuere 2 auf einmal ab. Verschieße 8 ohne nachzuladen. Also ohne nachzuladen meint ihr damit, man muss nicht nochmal ein Magazin oder sowas reinstecken. Ihr müsst natürlich dann hier unten diesen Handgriff noch dreimal betätigen, nachdem ihr 2 Darts verschossen habt. Die Rough Card von Nerf wird ja gerne benutzt, um die quasi als, ich sag mal, Pumpgun unter einen Blaster zu montieren. Das wird folgendermaßen gemacht. Die cutten den nachher hier. Ihr müsst euch dann das ungefähr so vorstellen, als wäre der Bereich jetzt weg, dass ihr nur das hier habt. Dann holt man sich einen Nerf-to-Nerf-Verbinder. Das sind diese hier. Und ich nehme jetzt einfach mal eine Rapid Strike. Wenn das jetzt hier abgekattet ist und man geht ein bisschen weiter nach vorne, dann machen die die da so drunter und dann habt ihr nachher nochmal eine coole Pumpgun, da könnt ihr nochmal 8 Schuss mit rausballern. So, jetzt gibt es ein Problem. Und zwar, das ist wahrscheinlich auch dann der Knackpunkt, warum man die dann nachher nicht so gut dafür nehmen kann. Das Nerf Rail ist roundabout, was haben wir denn da? 1,8 cm breit und jetzt kommt es von der PlayStorm, das trägt nämlich fetter auf, da habt ihr schon ungefähr 2,1 und jetzt hat man das Problem, man kann sich jetzt zwar hier die Nerf-to-Nerf-Verbinder holen, ich habe den mal abgemacht und jetzt stecke ich den mal hier drauf und dann so da dran und ihr seht, das ist zu fett. Das kriegt ihr nachher nicht verbunden. Keine Chance. Jetzt ist mir gerade die Kamera abgekackt. Also ich wollte sagen, des Weiteren liegt das Rail auch ein bisschen tiefer. Hier mal zum Vergleich. Das hier schließt eigentlich so ebenbündig mit dem Rest vom Plaster ab. Und hier habt ihr den in so einem, in so einer Einbuchtung drin. Das heißt, man könnte jetzt vielleicht hier wegsägen, da wegsägen. So. Aber man kann halt die Nerf-to-Nerf-Verbinder nicht dran befestigen. Ich habe sogar noch eben mal versucht, der ist aus China. Das ist auch so ein Nerf-to-Nerf. Der ist ein bisschen schneller zu befestigen, weil das Ganze hier gedreht wird. Aber da habt ihr auch keine Chance. Da müsste man höchstens andere, längere Schrauben sich einsetzen. Dann ging das vielleicht. Das wird nämlich dann nachher so hier dran befestigt. Und ihr seht, das wäre jetzt machbar. Aber ihr könnt die Schrauben hier nicht mehr dran machen. Das heißt, man müsste gegebenenfalls
längere Schrauben hier reinmachen, aber die sind eigentlich so gut wie fest hier reingedrückt, die kriegt man nicht raus. So, ja, und das ist dann der Knackpunkt. Wer die nämlich gerne dann als Pumpgun unter einen Lauf von einem anderen Blaster drunter machen will, der muss sich dann Gedanken machen, wie er die nachher überhaupt dann darunter befestigt bekommt. Ich kann es nochmal schön zeigen, anhand von einem Nerf Rotpunkt. Da seht ihr auch, das bekommt er hier nicht drauf. Das ist viel zu breites Rail. Hier dann natürlich kein Thema. Das ist dann machbar. Was die Kraft aufgeht, die man dann beim Laden hier benutzen tut, tut sich nicht viel. Gegebenenfalls ist die Nerf ein ganz bisschen leichter, aber ansonsten ja, lässt sich einfach dann bei beiden Blastern laden. Es gibt von PlayStorm noch eine Stampede, also soll wohl Nachbau sein. Die habe ich mir auf eBay bestellt, wird aus Polen verschickt. Vom Preis her geht der Blaster eigentlich 60 Euro plus 12 Euro Versand, macht ungefähr 72 Euro. Wer mal die Stampedes beobachtet hat, die werden ja nicht mehr hergestellt, die werden ja nur noch ab Lager verkauft. Die sind in den letzten, boah, ich glaube 6, 7, 8 Monaten von gut 65, 70 Euro auf über 90 Euro geklettert. Also die werden immer teurer neu. Ist natürlich ein super Blaster Stampede, weil ihr habt unter anderem auch die 3x18er Max mit dabei. Das ist dann bei der polnischen nicht. Bekomme ich demnächst. Und dann schauen wir mal, wie gut die so ist. Auf 10 bis 11 Meter steht der Hydrosoldat. Ein paar Nerf-Darts sind drin. Ich halte den Blast jetzt erstmal gerade. Und ihr seht, ja, also 12 Meter würde ich sagen, sind locker drin, wenn man den gerade hält. Jetzt mache ich mal ein bisschen schräger. Oh, ja, also die 20 Meter sollte der dann schaffen. So, einen Schuss machen wir noch. Ja, das liegt da dran. Der hier, der ist ein bisschen widersperrig. Seht ihr, der will nämlich nicht drin bleiben. Macht nichts. Habt's gesehen. Reichweite kommt schon hin. So, hier ist die PlayStorm mit demselben Dart. Und laden wir die. Und dann schauen wir mal. Ja, das war ordentlich. Also mir kommt das so vor als... Was war das? Jetzt hat er 4 Darts verschossen. Das ist der Hammer. Und noch nicht mal hier nebeneinander, sondern da und, ach du Gott, Moment, jetzt muss ich nochmal, vielleicht mag er die Darts auch nicht, nochmal laden, jetzt mache ich mal Einzelschuss, das war ja gar nichts und das war auch nichts, also sehr seltsam, der Blaster, ich nehme jetzt mal andere Darts. Ja, meine schönen Extreme Darts, das sind die etwas kürzeren, die aber eigentlich super gerade fliegen und mir ist noch was aufgefallen, hier sind die Dornen bis da vorne hin länglich. Seht ihr? Dann könnt ihr den Dart schön drauf stecken. Und warum sie bei der PlayStorm nicht so gut halten, das liegt da dran. Da ist der Dorn, also der ist ganz hier unten am Ende von der Kammer. Da könnt also keinen Dart da drauf stecken. Und deswegen halten die auch nicht so gut. Seht ihr, die drücken sich dann immer wieder hier raus. Also auch schon wieder ein kleiner Nachteil. So, jetzt nehmen wir mal die guten. Ja, und wie gesagt, die fliegen halt sehr schön gerade, habt ihr gesehen. Hätte ich ein bisschen schräger gehalten, dann hätte ich den jetzt 8-mal getroffen. Ja, und jetzt kommt wieder die PlayStorm. PlayStorm, ich sage immer PlayStorm wie PlayStation. Und naja, schauen wir mal. Ja. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, drücken die sich hier raus und dann wollen die sich halt nicht mehr verschießen lassen. Das ist sehr ärgerlich. Ich mache den nochmal hier oben rein, aber da will er jetzt auch nicht. Ja, schade, schade. Zu guter Letzt, die China-Darts. Die sind ganz minimal ein bisschen dicker, deswegen halten die eigentlich auch relativ gut jetzt hier vorne drin. Und schauen wir mal, ob man damit noch die Blaster rausreißen können, beziehungsweise die PlayStorm. Oh ja. Ja. Nicht schlecht. China-Darts top. Keiner hat sich rausgedrückt. Flugreichweite auch sehr, sehr gut. Und PlayStorm, schauen wir mal. Guck
cool. Doppelschuss. Nochmal geht. Haben sie schon rausgedrückt? Nee, sind noch drin. Perfekt. Also die China Darts sind die perfekten Darts für die Playstorm. So, dann habe ich euch die beiden Plaster, die original Rough Cut und die Kopie von Playstorm. Ich nenne sie mal Kopie, weil die Ähnlichkeit doch schon sehr, sehr groß ist. Auch mal vorgestellt. Die Nerf, ja, solider Blaster, der schick aussieht. Reichweite ist vollkommen in Ordnung. Hat halt genauso ein bisschen das Problem bei den Darts wie die von Playstorm, dass sie die schon mal rausdrücken können, wenn er so ein, zwei Schuss abgegeben hat und die nächsten dann nicht mehr verschossen werden, weil sie zu weit draußen sind. Der hat natürlich super, sag mal, Tuning-Potenzial. Man kann eine Feder reinbauen, das Video kommt noch, beziehungsweise dann hier hinten den Handgriff absägen und dann prima diesen als Pumpgun unter irgendeinen Lauf drunter machen. So. Die Playstorm, ja, ist ein bisschen größer, ist ein bisschen fetter, sieht ein bisschen anders aus. Gefällt mir aber relativ gut, der Plaster. Zumal auch hier unten dieser Handlauf zum Laden, der ist ein bisschen größer. Dadurch, für mich persönlich, kann ich den Plaster besser laden, weil ich halt etwas größere Hand habe. Kleiner Nachteil war halt das Rail, nicht kompatibel mit Nerf-Adaptern. Da muss man sich halt Gedanken machen, was verbaut man nachher, wenn man den zum Beispiel unter einen Lauf von dem Plaster ans Rail machen will. Reichweite, also ich sag mal, die ist stärker als eine normale Rough Cut, ungetuned, ohne Feder, also ohne Tuning-Feder. Und hat aber dasselbe Problem bei den Darts. Eigentlich noch ein größeres Problem, weil die haben sich schon mehr rausgedrückt. Liegt aber daran, weil die kein Dorn hat, wo die wo die Darts draufgesetzt werden, sondern hier unten einfach nur so ein kleines Pnippelchen ist, wo man die reindrückt. Das ist halt einmal der Nachteil, dann das Rail. Und wenn ihr die China Darts benutzt, funktioniert wunderbar. Ihr könnt dann halt einen Schuss, zwei Schuss abgeben oder halt direkt zwei auf einmal verballern. Ja, deswegen als Plaster oder Backup-Plaster finde ich ziemlich genial. Kostet auch nicht die Welt. Und sieht schick aus, ist gut verarbeitet. Könnte man mal mit liebäugeln. Müsst ihr euch halt dann in China bestellen auf AliExpress. Kostet aber keine 20 Euro. Deswegen müsst ihr auch keinen Zoll bezahlen. Und ist halt mal was anderes, falls man den so ein bisschen tunen will. Reingeschaut habe ich es nicht, ob die Nerf-Tuning-Feder von Blaster Parts passt, kann ich deswegen nicht sagen. Ja, genau. China Darts gibt es auf Amazon zu kaufen. 100 Stück, 7, 8 Euro. Könnt ihr euch aber prima auf AliExpress bestellen. Da kriegt ihr die nachgeschmissen. Ich habe jetzt, glaube ich, nochmal 400 geordert. Und zwar kosten die derzeit im Angebot 3,50 Euro. 100 Stück, also es ist ein super genialer Preis. Man kann aber Pech haben, wenn die geliefert werden, dass ein paar zerdrückt sind. Das hatte ich bei den großen Darts gehabt von Nerf. Die kosten auch nicht da die Welt, super günstig, aber die sind ja fast alle zerdrückt. Die könnt ihr dann wegschmeißen. Ich brauche die Darts. Ich komme mal gerade hier rüber, weil ich ein kleines Projekt vorhatte. Ich hatte euch ja schon gezeigt, wie man eine 100er Kette sich selber bastelt, beziehungsweise die Ketten für die Vulkan oder die Havox miteinander verbindet. Und das sind jetzt 18 Ketten, die hier liegen. 18 25er Ketten. Und ich will ein bisschen was, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich baue noch eine Feder rein. Und dann will ich noch ein bisschen was die Voltzahl erhöhen. Da habe ich mir auch schon was gebastelt. Und zwar, ich zeige es euch mal gerade. Das sind 3,7 Volt Batterien und das sind Dummies und dann habt ihr hier jetzt 6 x 3,7 Volt und das wird nachher mit diesen Krokodilklemmen
Habe ich irgendwo einen offen? Nee. Da muss man den Blaster für komplett aufschrauben. Und dann kann man die nachher hier zum Beispiel dran klemmen. Und dann kann man ein bisschen ausprobieren mit den Voltzahlen. Hatte ich ein Video gesehen auf Englisch und das will ich halt mal auf Deutsch dann zeigen. Ich verkaufe derzeit keine Vulkan oder Havok, weil die Frage gleich wieder kommt, wie bei dem letzten Video. Und wie gesagt, das sind die schönen Ketten. Die kann man nämlich prima, ohne dass ein Schuss verloren geht, miteinander kombinieren. Die Ketten, die alten, das sind dann die hier. Die sind, haben keinen grünen Anfang und kein grünes Ende. Die sind jetzt nicht so ideal zum Tunen, weil da gehen nachher so ja, ein bis zwei Schuss nämlich verloren. Aber ich denke mal, eine 250er Kette müsste ich dann demnächst noch hinbekommen. Und dann tun wir mal die Feder einbauen, die Voltzahl ein bisschen tunen und dann bringen wir mal, ich denke mal, ich benutze eine Havok, weil da habe ich jetzt vier oder fünf von. Bringen wir die mal zum Glühen. Vielleicht schmilzt sie auch. Schauen wir mal. Ja! So. Hier ist dann nochmal der Testmischel. Machen wir wieder ein Blaster-Video. Derzeit ist blödes Wetter. So viele Neuheiten mit Stand 31.03.2016 kommen demnächst nicht. Morgen soll angeblich nochmal ein Blaster veröffentlicht werden auf Amazon. Da könnt ihr irgendwie Gel mit verschießen. Wie bei der, wie hieß die, Zombie Abolisher, glaube ich, 800, die ich mal mir aus Amerika bestellt hatte, von Nerf. Bestelle ich mir mal, die morgen erscheint. Und dann gucken wir mal, wie gut die so ist. Ein bisschen was im Körbchen habe ich noch in meinem Osterkörbchen. Ja, hier die Bug Attack, der Eliminator. Die will ich noch vorstellen. Dann habe ich nur noch den Firetech-Bogen bestellt. Und was habe ich noch? Das ist aus Amerika. Von Erso und so ein kleiner Mini-Plaster. Das ist aus China. Die verschießt so komische kleine Gummikügelchen. Aber ich glaube, das ist nichts Tolles. Die habe ich mir bestellt wegen der Reichweite. 26 Meter. Vergleichbar mit der Triad X3. Was ist das? Ach, das ist das russische Roulette. Russisches Luftballon-Roulette. Zeige ich euch auch noch irgendwann. Aber wie gesagt, dauert noch ein bisschen die Videos. Und wer mich schon nicht abonniert hat, kann das gerne machen. Und ansonsten, wenn ihr die nicht verpassen wollt, der kann mich gerne abonnieren. Das habe ich scheiße gelabert und deswegen bin ich jetzt auch weg.